Bevor ich mit dem Thema dieses Videos beginne, möchte ich euch allen darauf hinweisen, meine Webseite www.zen-astrologie.com zu besuchen. Dort könnt ihr alle Informationen über mich erfahren, unter anderem auch die verschiedenen Dienstleistungen bzw. Beratungsarten ansehen, die ich anbiete, zum Beispiel das große Rad. Das große Rad beinhaltet alle Lebensthemen, die wir während der Beratung behandelt werden, oder ihr könnt die einzelnen Lebensthemen auswählen, die ihr behandelt möchtet. Zum Beispiel Beziehung, Selbsterkenntnis, Beruf, Liebe, Finanzen, Gesundheit und so weiter. Ihr könnt auch Mitglied unserer Webseite werden. Hier oben rechts könnt ihr eine Mitgliedschaft abschließen und somit alle Neuigkeiten rund um das Thema Astrologie erfahren. Ihr könnt somit auch Zugang zu unserem Blog haben. Dort veröffentliche ich gelegentlich einige Beiträge um das Thema Astrologie. Hi, liebe Astrorebellin. Hallo, lieber Astrorebell. Herzlich willkommen zurück zu deinem Astrologie-Kanal auf YouTube. Mein Name kennst du schon, ich bin Emmanuel von Zenstern, dein astrologischer Lebensberater. Und bevor ich mit der monatlichen Prognose beginne, möchte ich dich darauf hinweisen, falls du es noch nicht getan hast, unseren Kanal jetzt zu abonnieren, sodass du in der Zukunft keine Videos verpassen kannst. Wassermann, die Sonne steht in Fische. Im März musst du bei einer lästigen Angelegenheit aktiv werden und eine fürsorgliche und angemessene Handlungsstrategie umsetzen. Während der ersten Monatswoche bilden Venus und Saturn eine Quadratur. Bestimmte Menschen, Situationen oder Inhalte aus der Vergangenheit werden wieder auftauchen und für Unruhe oder Misstrauen sorgen. Angelegenheiten, die mit den Themen Behörde, Geld und Reise verbunden sind, dürften sich verzögern. Du könntest unter großem Leistungsdruck im März stehen. Wenn du Geschwister hast, dann ist es möglich, dass dein Bruder oder deine Schwester eine schwierige Zeit gerade durchläuft. Zwischen 5. und 8. des Monats tritt Venus in Stier ein in Konjunktion zu Uranus. Die Teilhabe an Aktivitäten mit gesellschaftlicher Bedeutung wird ermöglicht. Es ist auch möglich, dass du einen Vorschlag ablehnst, weil dieser mehr Eigeninitiative, Offenheit und Selbstbewusstsein erfordert, und das kann eine Herausforderung für dich darstellen. Eine Geldinvestition, Auszahlung oder Kündigung kann je nach Geburtshoroskop möglich sein. Am 9. haben wir unseren Vollmond in Jungfrau. Ein Gespräch kann problematisch sein, wenn man nicht bereit ist, Kompromisse einzugehen oder sich in die Lage eines anderen nicht hineinversetzen kann. Die Erhaltung und Verbesserung einer Beziehung könnte im Vordergrund in dieser Zeit stehen. Am 11. ist Merkur, der Planet der Kommunikation, wieder direkt in Wassermann. Das heißt, behördliche und berufliche Gegebenheiten lassen sich einfacher meistern. Bestimmte Lebensanforderungen erscheinen nach einer Weile nicht mehr so schwierig und du bist in der Lage, mögliche Lösungen leichter zu erkennen. Das ist natürlich eine gute Sache. Die Kommunikation mit einem Menschen dürfte sich bis Anfang April deutlich verbessern. Zwischen 20. und 23. März bilden Pluto, Jupiter und Mars eine Konjunktion in Steinbock. Es kann sein, dass du am Monatsende etwas angespannt und unruhig bist.
Körperlich und psychisch gesehen bist du nicht in der besten Verfassung. Wenn Probleme auftauchen, dann solltest du bitte diese nicht entfliehen, sondern an ihnen wachsen, mein lieber Wassermann. Es ist empfohlen, eine Sache ganzheitlich zu erforschen, bis man diese verstanden hat. Arbeit hinter den Kulissen ist mit dieser Konjunktion äußerst begünstigt. Am 24. haben wir unseren Neumond in Widder. Du bist dabei, einen großen Schritt in deinem Leben zu gehen. Vergewissere dich bitte, dass du dich mit den richtigen Menschen umgibst, damit du keine Enttäuschungen erlebst. Bis Mitte April wirst du eine neue Idee entwickeln und umsetzen, die dich dazu bringen wird, deinen persönlichen Projekten zu konkretisieren und deine Lebensumstände zu verbessern. Mein lieber Wassermann, meine Webseite lautet www.zensternastrologie.com. Wenn du eine individuelle Vorausschau brauchst, kannst du dort eine Beratung bei mir buchen. Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit. Vielen Dank und bis zum nächsten Video.